Ich kann Ihnen gleich sagen, ich bin mit Beethovens Metronom sehr, sehr glücklich eigentlich. Aber hier verstehe ich sein Metronom nicht. Sein Metronom, steht das in Ihren Noten? Nein, steht. Nein. 108, Achtel 108. Das ist te, da, 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 de, de, da, da. Da geht das Andante-Gefühl weg und die Feierlichkeit weg. Aber andererseits finde ich die Tradition, was ich auch jahrelang gemacht habe, ist zu langsam. Ich war la, ti, da, da, da. Das ist zwar schön, aber das kann nicht seinen Sinn haben. Wir müssen also etwas mehr fließend spielen. La, ti, do, da, di, da, di. Dann erkennt man auch das Thema besser, nicht wahr? Ich hoffe, Sie sind einverstanden. Es ist etwas mehr bewegt, aber hat auch Ruhe und Würde. Und darf ich die Bläser machen am Anfang von dieser Poco Andante? Ja, danke schön. Also der erste Takt machen wir so, wie wenn das Thema in Normaltempo spielen. Der zweite Takt ist leiser, mehr entspannt als der erste. Dann machen wir erstens ein bisschen Diminuendo. Diese Art. Ja. Ja, das ist schön, Herr Schill, ich finde das schön. Das hat Würde, hat Bewegung und ist noch nicht so enorm feierlich, wie man leichter wird, weil das so schön ist. Ja, danke schön.